Hallo zusammen, hier ist wieder euer Gotti und dieses Mal zu einem lang ersehnten Video, zumindest für einen von euch da draußen. Es gab einmal die Nachfrage zu einem Tutorial für die V-Squats, besser bekannt auch als Hackenschmidt-Kniebeugenmaschine, und die haben wir hier, sogar eine besonders tolle Variante davon, wie ich sagen muss. Warum? Das sage ich euch gleich. Ansonsten gibt es dazu auch gar nicht so viel zu Tutorialen. Allerdings, ähnlich wie bei dem Beinpresse-Video, findet ihr hier auch auf dem Kanal, wo wir verschiedene Beinpressen durchgehen. Auch hier hat es sehr viel mit der Beinstellung zu tun. Und was wir da beachten können, dazu kommen wir gleich. Treten ist so toll. So, warum ist diese Maschine von Gym 80, und zwar von der Pure Kraft Linie, pure Kraft, mit diesem Ameisenkopf, manche mögen es als Totenkopf bezeichnen, aber mit dem Ameisenkopf drauf, warum ist das eine besonders tolle Variante, die ich so gut finde? Zum einen haben wir hier bei der Variante sehr viel Variationen. Wir haben natürlich das stabile Rückenpolster, was bei Hackenschmidt dazugehört. Das geht ja darum, dass wir eben jetzt hier Kniebeugen machen können, allerdings geführte. Wir haben hier 4 Halterungen für die Gewichte, weshalb wir bei der Plate-Loaded-Variante unheimlich viele Gewichte drauf tun können. Und das ist natürlich der absolute Knaller für diejenigen, die stärker sind unter euch. Dann haben wir hier gut angeordnete Polster, die man hauptsächlich benutzt, aber wir haben ja auch noch die abgeschrägten Polster. Ja, wozu benutzt man die denn? Ganz einfach, wenn man die Maschine mal andersrum machen möchte und von vorne, ihr kennt das, viele beugen sich hier so rein, darauf sind die jetzt einfach eingegangen und haben diese Polster eingeführt. Ist das besser oder schlechter, um das mal direkt vorwegzunehmen? Eigentlich kann man das nicht behaupten. Warum benutzen so wenige dieses Polster, oder? Warum benutzen manche nicht dieses Rückenpolster und die Maschine einfach so, wie sie mal gedacht war? Nein, sie müssen wieder was Besonderes draus machen. Ganz einfach, weil diese Leute gespürt haben und merken, es tut ihnen besser. Es passt besser zu ihrem individuellen Körper, diese Maschine einfach andersrum zu benutzen. Und dann ist das auch absolut okay. Denn nur darum geht es. Es gibt kein besser oder schlechter, sondern an eurer individuellen Physiognomie muss sich das Ganze anpassen können. Und nur darum geht es. Wie bewegt sich euer Körper? Und gerade bei so einer riesen Range of Motion wie für die Beine, wo ihr von ganz runter nach ganz oben geht, ist das eine ziemlich wichtige Sache. So, und obwohl ich heute meinen Rückentag habe, werde ich jetzt mal ein paar daran machen. Und zwar fange ich zunächst einmal an mit relativ wenig Gewicht, heißt, wir haben hier nur 50 Kilo drauf, und mit einem sehr engen Fußabstand. Und gehe relativ weit runter. Das heißt, ich habe eine große Range of Motion und gucke, dass ich so vor allem in den Quadrizeps reinkomme, indem ich auch meine Füße etwas weiter nach hinten verlagere. Ihr seht, dieser Hebel kommt hier schon sehr automatisch. Ihr seht, dieser Hebel kommt hier schon automatisch runter. Das ist auch gut. Ihr müsst euch nicht darum kümmern, den noch irgendwie da rauszuhieven, wenn ihr eure erste Wiederholung gerade machen wollt. Nein, das geht automatisch. Ihr müsst ihn später einfach nur wieder einrenken. Das geht hier sehr leicht. Echt toll. Wieder rein und ihr könnt einfach wieder raus. Ein paar Worte zu den Fußstellungen. Zunächst einmal probiert die Fußstellungen aus, wie ihr euch auch wieder hier komfortabel fühlt. Dennoch kann man hier verschiedene Teile des Beines betonen. Habt ihr die zum Beispiel relativ eng? Nicht zu eng, nicht zu eng. Ihr sollt mit den Knien nicht nach innen oder außen müssen. Aber schrittbreit aufgestellt, dann geht das tendenziell mehr auf den äußeren Teil eures Quadrizeps, auf den äußeren Teil der Beine. Geht ihr weiter nach außen, betont ihr damit etwas mehr den inneren Teil und damit auch die Adduktoren. Das gleiche passiert auch, wenn ihr die Fußspitzen nach außen zeigen lasst. Umso weiter ihr das macht, ihr sollt natürlich nicht in so einem Chaplin-Stand enden, aber ein wenig mehr
desto mehr geht es auch ein wenig mehr auf die Adduktoren. Und die meisten entwickeln da ein bisschen mehr Kraft. Tendenziell könnt ihr also mit einem breiten Stand und mit den Fußspitzen etwas nach außen ein bisschen mehr Gewicht bewegen, als wenn ihr sie parallel habt und innen. Dann können wir noch nach oben gehen oder nach unten. Gehen wir nach oben, haben wir eine etwas andere Bewegung. Das seht ihr hier. Heißt, wenn wir jetzt runtergehen, dann kommen wir hier fast nur noch in einen 90-Grad-Winkel rein. Wir können gar nicht mehr so weit nach unten gehen. Haben wir hingegen die Beine etwas weit hier hinten, dann kommen wir hier mit den Knien weit nach vorne und gehen dann nach oben. Ihr seht, die Knie kommen über die Fußspitzen hinaus und dadurch wird auch tendenziell mehr der Quadrizeps betont. Sind wir weiter hier oben, tendenziell mehr der Beinbizeps und auch die Gesäßmuskulatur. Jedem nur raten, auch mal von beiden Seiten das auszuprobieren, gerade wenn ihr auch noch Polster habt, die das Ganze begünstigen. Ich habe gerade zum ersten Mal gemerkt, dass das wirklich ganz gut tut. Man muss jetzt dazu sagen, es hat auch hier Vor- und Nachteile. Zum einen ist euer Rücken nicht mehr so stabil geschützt, wie wenn ihr das Ganze macht mit dem Rückenpolster. Heißt, wer sowieso Rückenprobleme hat und die Wirbelsäule etwas mehr stützen möchte und Halt und Support geben möchte, für den ist das Rückenpolster natürlich super. Habt ihr das nicht, dann könnt ihr natürlich, auch hier muss die Wirbelsäule etwas mehr Belastung aushalten und das selbst austangieren. Das kann natürlich zu Problemen führen. Nicht, wenn man einen gesunden Rücken hat, hat man aber sowieso Bandscheibenprobleme, kann das passieren. Auf der anderen Seite könnt ihr natürlich hier wesentlich mehr mit dem Körper noch Variationen reinbringen und eure Bewegungsmuster anpassen. Hier ist das recht vorgegeben. Da kann sich der Rücken, die Hüfte, nicht mehr viel weiter rausbewegen. Das geht andersrum schon. Deswegen fühlte sich das gerade auch gar nicht mal so schlecht an. Das sind eigentlich alle Dinge, die zu beachten sind. Grundsätzlich mein Tipp, probiert Hackenschmidt aus. Hackenschmidt-Kniebeugen sind für mich die beste Variante. Wesentlich besser als Langhantel. Ihr wisst, was ich davon halte. Wenn nicht, schaut euch mal die anderen Videos an. Gefährliche Übung, die im Bodybuilding nicht allzu effizient ist. Ja, viele machen was damit, viele schwören darauf, aber ich wette, diese vielen hätten mit der Hackenschmidt genauso gut aufgebaut. Nur, dass man nicht so gut die Technik beherrschen muss, so einem Risiko ausgesetzt ist und so viel Wackelei noch mit dabei hat. Brauchen wir gar nicht. Geht hiermit super. Und ich finde sie auch besser als die Beinpresse, denn hier haben wir ein direktes Gewicht, das einfach auf uns wirkt. Wir können weniger Gewicht benutzen und damit das Gleiche machen und haben etwas mehr das Ganze an einer natürlichen Bewegung ran. Ich finde es klasse und das war auch die längste Zeit meine absolute Lieblingsbeinübung. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst mir ein Like da und ansonsten abonniert den Kanal, schaut euch mal die anderen Videos an und kommentiert fleißig, wenn ihr noch irgendetwas dazu wissen wollt, was ich hier gesagt habe oder auch wenn ihr noch besondere Wünsche habt für Videos, die noch kommen sollen. Das war's von mir. Macht's gut. Bis bald. Euer Gotti.